Auf der Zielgeraden Richtung Weihnachten darf man gerne mal den Gang rausnehmen, wenn man das ganze Jahr über Vollgas gegeben hat. Nun ist auch die Zeit, wo man sich Gedanken um die Geschenke machen kann. Oh oh, ich sehe schon. Eine persönliche, selbstgemachte Kleinigkeit geht immer. Und da stehen die Mamis drauf, auf was Selbstgemachtes. Nun, wenn die Mamis oder eure Lieben auf was Selbstgemachtes stehen, hole ich mal selber meine Kamera und wir machen eine Weihnachtskarte. Damit ist auch nun die offizielle Einleitung beendet. Jetzt stell endlich den Glühwein an und du machst mal Last Christmas von Wham dran. So, mein Schneckchen hat mit liebevollen, zarten Fingerchen unser Nestchen total umdekoriert. Ich komme schon vor wie in einem Showroom beim Weihnachtsmann. Ich brauche nur, wie in einem Warenhaus, die Gänge links und rechts zu schauen und das zu nehmen, was mir gefällt. Hier seht ihr mal eine kleine Auswahl von meiner Einkaufsliste. Ich habe sogar Mamas heilige Tonpüppchen geholt. Und wenn die kaputt gehen, Leute, dann war's das mit Weihnachten. Die nächsten 10 Jahre. Und für den Fall, wenn ich nochmal was brauche, ich weiß ja, wo es steht. Bei diesem ganzen Shoppingwahn stellt man auch schnell fest, nimmt man das klassische Rot oder doch eher das moderne Gold? Oder kombiniert man beides? Oder wenn man es ganz kitschig will, man hat ja auch noch diese grün-gold-roten Kugeln. Ich habe schon mal so ein grobes Bild im Kopf, was ja auch nicht schlecht ist, damit ich weiß, was ich aufbauen kann. Ihr könnt so lange mal in euren Lebkuchen beißen. So wie ihr sehen könnt, habe ich ja schon mal was aufgebaut. Ich habe hier meine guten Böcke, Bauböcke genommen. Ich habe die Arbeitsplatte unten drunter und das ist so ein Vlies. Den bekommt man im Dekoladen. Da machen die Geschäfte ihre Auslagen mit winterlich. Dann habe ich meine Pappe als Rückwand genommen. Ich hatte ja noch eine rote, muss ja zu Weihnachten passen. Habe ich die an Querstange aufgehangen. So, dann habe ich mir schon mal mein Hauptmotiv hingestellt, die zwei Männleins hier. Jetzt kommen wir zu dem, was ich euch ja nicht empfehlen, raten. Jedenfalls mache ich das immer so, ich stelle mir schon mal die Kamera auf. Das hat nämlich den Vorteil, ich kann schon mal mein Bild so dekorieren nach der Drittelregel hier. Also ich zeige euch mal, wie ich meinen Monitor nutze zum Bild einrichten. Ich habe die Drittellinien an, ihr seht es ja, mein Hauptmotiv liegt hier auf der rechten Drittelregel. Somit kann ich sehen, wie viel Platz ich drumherum habe, wie das Bild wirkt und kann dann weiter aufbauen. So, und während ich hier so aufbaue, mein Bild im Kopf ein bisschen verfeiner, kann ich immer hier auf den Monitor gucken. Hier habe ich ja mein fertiges Bild. Und drapiere mir das so hin. Übrigens habe ich mit Absicht matte Kugeln genommen, weil diese glänzenden natürlich die Blitze als Hotspot wiedergeben. Und wir haben ja in dem letzten Video haben wir ja gelernt, dass man das Licht doch biegen kann. Also von dem Hintergrund haben wir denn auf der Vorderseite denn sichtbar. Deswegen nehme ich matte Kugeln. Und ich habe ja Lichtwannen, haben ja nicht alle von euch. Dann kann man auch zur Not ein Bettlaken nehmen. Am besten ein frisches weißes und ja die Blitze dahinter aufbauen. So hat man auch ein bisschen wie eine Art Lichtwanne. So, wenn man denn sein Bild so aufgebaut hat, wie ich jetzt, und ich habe noch mehr Klimbim, kann man ja einfach mal testen, ins Bild halten, wie es aussehen würde. Und ja, man kann ja auch Optionsbilder machen. Also ich überlege gerade, ob ich die Zuckerstangen nehme oder diese Tannenbäume. Ich kann ja auch ein Bild mit den Tannenbäumen machen. Und ein Bild mit den Zuckerstangen, dann tausche ich die Tannenbäume aus. So habe ich mehrere Optionen. Übrigens muss ich auch gleich sehen, dass ich meine Keramikmännchen in die richtige Tiefenschärfe bringe. Das heißt, ich muss eine Blende wählen, dass ich das vordere und hintere Männchen scharf habe, aber der Rest in Unschärfe verschwinden soll. Ja, und während man die ganze Zeit auf den Monitor glotzt und sich auf das Bild konzentriert, sehe ich gar nicht, dass mein Akku mittlerweile alle ist. So, der Akku ist gewechselt und ich glotze nochmal auf das Bild und mir fällt gerade ein,
Ich muss ja gar keine Blitze nehmen. Ich kann ja auch hier meine Dauerlampen nehmen. Ihr übrigens auch. Und wenn ihr keine Dauerlampen habt, nehmt einen LED-Strahler oder eine Taschenlampe auf ein weißes Tuch gerichtet oder sowas. Euch fällt da bestimmt was ein. So, dann kommen wir auch schon zum ersten Bild. Ich habe jetzt erstmal ISO 400 genommen. Bin bei Blende 5 und 1/6 Verschlusszeit. Ich bin ja um Stativ, kann ja soweit nichts passieren. So, aber ich habe die Schärfe auf das Männlein hinter dem Mädchen da gelegt. Ihr seht es ja, ihr seht es nicht, ist zu klein. Der Schärfepunkt liegt genau auf dem Auge. Jetzt erhoffe ich mir, dass durch die Drittelregel in der tiefen Schärfe das Mädchen vorne auch noch scharf genug ist. Ich mache mal das erste Bild. So, und dann schauen wir uns das mal an. Ich zoome rein. Ja, also der Junge ist knackenscharf. Jetzt gehe ich mal nach dem Mädchen. Ja, es könnte ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Ich gehe mit der Blende, glaube ich, ein bisschen noch was höher. So, ich habe noch mal ein Bild gemacht. Ich bin auf Blende 7,1 gegangen. Übrigens habe ich auch in den Manuellfokus gewechselt, weil ich nicht will, dass der Augenautofokus oder die Gesichtserkennung den einen noch den anderen erkennt. Weil, wenn ich jetzt mal ranzoome, kann ich gar nicht. Doch, klar kann ich, wenn ich den Fokuspunkt verändere. Jetzt könnt ihr es sehen. Also entweder fängt der Autofokus ja das vordere Gesicht oder das hintere Gesicht. Das will ich nicht. Ich kenne die Drittelregel bei dem Auto, bei der Tiefenschärfe. Also gehe ich jetzt hin und stelle auf die Haare von dem Mädchen scharf. So. So. Das könnte in etwa die Drittelregel sein. Das heißt, ein Drittel nach vorne, dann habe ich das Mädchen im Blick und zwei Drittel nach hinten. Das sollte der Junge sein. Dann machen wir doch gleich nochmal ein Foto. So. Und kontrollieren das. Dann gehe ich jetzt einfach mal in die Vergrößerung und schaue mir die Gesichter an. Seht ihr, wie schön scharf das Mädchen ist? Und knackig scharf der Junge. Na, ist doch alles das, was ich wollte. Die zwei schön scharf. Und den Rest unscharf. Was man ja nicht verwechseln darf, ist ja das Vorschaubild hier. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist ja eine Darstellung der Offenblendmessung. Ich glaube, ich habe euch das mal erzählt. Arbeitsblende, Springblende und sowas. Jedenfalls, die Anzeige ist jetzt bei der kleinsten Blende. In meinem Fall ist es ja 2,8. Selbst wenn ich jetzt die Blende hochstelle auf 22, ändert sich hier in der Tiefenschärfe nichts. Und das ist das, was ich meine. Die Anzeige gibt nicht das wieder, wie nachher das Bild gemacht worden ist. Wenn ich jetzt die Tiefenschärfe kontrolliere, muss ich ein Bild machen und das Bild dann betrachten. Das war bei der Canon anders. Die Canon hat extra eine Abblendtaste, die in die Arbeitsblende springt. Das heißt, die vorgewählte Blende und zeigt mir dann doch die Tiefenschärfe an. Das war bei Canon ein bisschen besser. So, ich nehme euch noch mal gerne mit auf die Hand, damit ihr auch mal die Tiefe seht, wie ich das aufgebaut habe. Wir sehen hier vorne die Kugeln, hier stehen die Männlein. Hier stehen die Tannenbäume. Hier habe ich noch eine Kugel in den leeren Raum gelegt. Dann haben wir hier den Schnee als Hintergrund und meine rote Rückwand. Das alles ist circa 1 Meter tief. Das passt alles in ein Bild. Ich bin mit meinem Bild soweit ganz zufrieden. Für die, die noch Texte einbauen wollen in dem Bild, die müssen dementsprechend natürlich Platz lassen. Für die, die noch ein bisschen rumexperimentieren wollen, vielleicht mit einem tollen Licht, vorne den Schnee noch ein bisschen blau animieren, den Hintergrund vielleicht noch ein bisschen rot, nehmt bunte LEDs und dann könnt ihr damit rumspielen. So, das soll es auch mal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumexperimentieren bei eurer Weihnachtskarte für die Omi oder für die Liebsten natürlich. Ich möchte mich natürlich auch bei all denen bedanken, die mir so tolle Kommentare geschrieben haben, die Likes dagelassen haben und natürlich auch ein Abo.
Meine Ziele für 2023 sind, die Abonnentenzahl von 1000 zu knacken. Das geht natürlich nur mit eurer Unterstützung. Ich kann da nicht nochmal drücken, das geht nicht. Und für den Fall, dass ich es vergesse oder nicht mehr dazu komme, wünsche ich euch besinnliche Feiertage und allen anderen eine ruhige, stille Nacht. Übrigens, lasst noch ein bisschen Platz unterm Tannenbaum für eure Geschenke. Denn die schönsten Geschenke sind die, die man sich selber schenkt. Für mich müssen die auch nicht immer unterm Tannenbaum liegen.